Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul von mir. Ich war wie immer beim Lidl einkaufen. Heute habe ich aber nicht für die ganze Woche geplant. Das ist jetzt nur ein bisschen was und genau, ich würde es euch trotzdem gern zeigen. Und darum drehe ich einmal die Kamera um. Ich fange hier an und zwar mit Weizenbrötchen. Ich habe 2x6 Weizenbrötchen zum Aufbacken gekauft. Ich finde die am Wochenende immer super praktisch. Mittlerweile mache ich das aber auch unter der Woche immer gern, dass ich uns zum Frühstücken Brötchen aufbacke. Und deswegen habe ich 2 Packungen mitgenommen. Dann gab es 10 tiefgefrorene Brezeln zum Aufbacken. Wollte ich wieder im Froster haben, weil ich möchte auch Obatzen selber machen. Da zeige ich euch gleich, was ich alles für gekauft habe. Und deswegen habe ich schon mal Brezeln mitgenommen. Und ich habe auch Ofenpommes mitgenommen. Ich habe eigentlich noch welche, aber bei unserem Lidl sind die im Moment voll oft ausverkauft. Und dann dachte ich mir, ich nehme lieber jetzt noch welche mit, dass, wenn ich die dann brauche, ich welche zu Hause habe. Genau, weil ich habe auch noch Fischstäbchen eingefroren und dann gibt es vielleicht mal Fischstäbchen mit Pommes oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Darum habe ich die vorsichtshalber schon mal mitgenommen. Dann habe ich 2x Salami-Pizza mitgenommen, das war im Angebot. Und ja, deswegen dürfte die mit. Und jetzt kommen auch schon die Zutaten für den Obersten. Und zwar habe ich einmal diesen Weichkäse hier mitgenommen. Ja, ich habe eigentlich immer einen anderen, der war aber ausverkauft. Dann den Rubius in, hupsilein, würzig. Ja, den habe ich mitgenommen. Einen normalen Camembert und Speisequark. Genau, das braucht man alles für den Obersten. Ich hoffe, ich habe noch Schalotten zu Hause, weil mit Zwiebeln, finde ich, ist es immer ein wenig zu scharf. Ja, das ist jetzt ärgerlich, aber dann muss ich halt nochmal los. Genau, da habe ich vorher vergessen nachzuschauen. Dann gab es 2x Salami. Zum einen fürs Brot, zum anderen habe ich wieder voll Lust auf Quetschitoast. Deswegen, jetzt fokussiert sind jetzt, habe ich auch Toastscheiben mitgenommen, dass wir Quetschitoast machen können. Und natürlich auch, das hole ich auch gleich mal rüber, Sandwichscheiben. Ja, braucht man natürlich auch dafür und deswegen habe ich das alles mitgenommen. Wie immer räume ich jetzt einmal kurz auf. Jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt haben wir wieder Platz und ich kann weitermachen. Ich habe einmal Knöpfle mitgenommen. Ja, einfach, dass man die mit Rahmsoße essen kann. Ja, wollte ich einfach mal machen. Hatte ich Lust drauf und deswegen durften die mit. Dann war der Grana Padano im Angebot. Wir essen den total gern zu unseren Nudeln mit der DM-Tomatensoße oder auch im Pesto. Und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Der war im Angebot und ist bis April haltbar. Deswegen dachte ich, der darf mit. So lange hält er bei uns eh nicht. Bei uns gibt es Schinkennudeln. Deswegen habe ich Nudeln mitgenommen. Ja, ich habe jetzt einfach mal 2 Packungen mitgenommen und dafür natürlich auch Schinken, auch 2 Packungen, weil, ja, ich wusste nicht, wie viel ich machen möchte, deswegen lieber mehr als zu wenig. Dann gab es wieder Salami-Sticks in Classic. Ja, ist im Moment jetzt wieder hoch im Kurs, deswegen durfte das nicht fehlen. Wie immer 2x Mozzarella, brauche ich nichts mehr dazu sagen. Brissot Frischkäse. Dann gab es diese beiden Joghurts, die kennt ihr jetzt wahrscheinlich auch schon, wenn ihr meine Foodhauls regelmäßig schaut. Einen Joghurtdrink mit Pfirsich-Maracuja-Geschmack. Dann gab es noch diesen Joghurt griechische Art mit Honig-Zubereitung. Dann kommen wir schon fast zum Ende. Ich habe einmal diesen Grapefruit Light mitgenommen. Das ist ja wie so ISO. Und ja, wollte ich einfach mal eine Flasche mitnehmen. Ich wollte eigentlich kleine Flaschen, gab es aber nicht. Deswegen wurde es die große. Eine Flasche 7-Up durfte mit. Wie immer Eistee in Pfirsich. Ein ganzer 6er-Pack. Genauso wie mein Wasser, einen ganzen 6er-Pack. Eine Dose Red Bull. Kennt ihr auch schon von mir, ne? Und ein bisschen Gebäck durfte noch mit. Ich habe 3 Käselaugenstangen und 2 Laugenknoten mitgenommen. Einmal dieses Bauernkruste oder so heißt es, glaube ich. Das ist das leckerste Brot vom Lidl. Durfte auch einmal mit.
Dann diese Espresso-Bohnen, also die haben wirklich die Verpackung geändert. Ich weiß jetzt nicht, ob das die waren, die ich immer hatte. Ich habe es noch nicht geschafft, meine Foodholz durchzuschauen. Ich finde die aber ganz gut. Deswegen habe ich die wieder mitgenommen. Die waren auch im Angebot mit der Lidl Plus App. Und ich habe fast keine mehr. Dann dachte ich, ja, ich nehme die jetzt mit. Brauche ich sowieso. Einmal von W5 Geschirrreiniger-Tabs. Ich habe keine mehr. Und ich weiß nicht, ob ich es zum DM schaffe. Deswegen, ja, durften die mit. Und eine ganze Packung XXL Küchenrolle. Ist noch im Weihnachtsdesign, stört mich aber überhaupt nicht. Und das war's. Das war's mit meinem kleinen Lidl Food Haul. Ja, klein in Anführungsstrichen. Klein in Anführungsstrichen. Das ganze Zeug hat trotzdem über 80 Euro gekostet. Ich finde es so wahnsinnig krass. Aber naja, wir brauchen's. Und genau, das ist für das Video war. Würde ich mich an der Stelle bei euch verabschieden. Wünsche euch allen noch eine gute Zeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss.